Geht es noch genauer? Na, freilich geht es noch genauer. Jetzt können wir nämlich noch ein bisschen einsteigen, weil wir sind noch nicht fertig. Ich möchte hier ein Lobeslied an die Weiterentwicklung der IT senden, denn ohne das würde das alles nicht gehen. Erstmal würden wir hier gar nicht live stehen und uns hier Realtime übertragen, da geht es schon mal los. Zweitens, der Forex-Markt wäre für uns Retail- oder Normaltrader gar nicht möglich, überhaupt zu kontaktieren, wenn wir nicht die Bridges hätten, die Technologien, die Aggregatoren und so einen riesen Liquiditätspool, den wir praktisch anzapfen, um die Preise zu kriegen. Würde alles nicht gehen. Aber heutzutage eben Highspeed-Internet, von überall möglich, kostenlose, günstige Datenfeeds, Technik für uns. Man muss ja sagen, auch mit dem Guidance-Tool vorhin, Sie können sich jetzt zu Hause wirklich, also auf wirklich semi-professionellem Niveau eine Marktübersicht zusammenbauen mit Kursfeeds, mit Datenfeeds. Die gab es vor 10 Jahren noch nicht mal ansatzweise in diesem Umfang. Ja, da sind wir heutzutage auf einem Level, wo man wirklich sagt, man kommt schon an die Profis ran. Wir sind noch nicht, also der normale Trader ist natürlich noch ein Stück weit weg von der Ausführungsgeschwindigkeit, wenn er beim verkehrten Broker ist. Wir haben ein Konto für alle, da wird keine Unterscheidung getroffen, aber da gibt es eben doch noch Unterschiede. Dennoch sollte man eben hier mal sehen, wie weit wir schon fortgeschritten sind. Und es gibt eben Trading-Tools der Extraklasse in Sachen Auswertung. Neben MyFXBook oder FXBlue oder anderen Tools, die ich jetzt gar nicht so genau nennen will, Sie können Ihre Trades historisch hervorragend auswerten. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu den saisonalen Tendenzen und eben der Geschichte der Trading-Tools. Das war der Satz von vorhin. Ernte, Wetterphasen, Hochzeitssaison, Jahresabschlussrallye, alles Datenmaterialien, die wir einfangen können. Und wir können hier, wie konkret die Daten nutzen. Darum geht es ja jetzt. Und da sind wir praktisch jetzt hier bei den Software-Tools. Auch hier wieder ein Lobeslied an die Weiterentwicklung der IT mit diesem Zusatz, aber es gibt nämlich bereits einige Chartprogramme wie Taipan oder auch TradeSignal, mittlerweile auch eSignal meine ich, also hier die professionellen Charting-Tools, die übrigens auch von der Deutschen Bank, von der UBS, von Family Office genutzt werden. Das heißt, das sind ja Charting-Tools, die kostenpflichtig sind und ja, enorm Mehrwert liefern. Da möchte ich aber auch sagen, wie gesagt, Guidance als kostenfreie Charting-Plattform ist da wirklich auf einem Niveau, wo ich sage, da kann man auch kostenfrei relativ gut mithalten. Und ich denke, es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis wir wahrscheinlich bei Guidance auch die saisonalen Tendenzen einbauen werden. Aber wie gesagt, es gibt Chartprogramme, die saisonale Tendenzen schon im Chart darstellen. Und da gehe ich jetzt mal mit dem Mäusler, damit Sie das ein bisschen besser sehen, mal ein Stück weit hier auf dem Bildschirm ein. Wir sehen hier zum Beispiel die Amgen, ja? US-amerikanischer Konzern, den gibt es schon relativ lange und wir haben hier tatsächlich ein saisonales Muster, das im Juli immer wiederkehrt. Ja? Und da sehen Sie hier zum Beispiel Mitte Juli bis Ende August haben wir hier einen zyklischen Punkt, also hier haut es mal nicht hin, ja? 2011 ging es nach unten und zwar sehr steil, aber in den Folgejahren gab es hier im Juli, Anfang Juli immer wieder eine Tendenz der nachfolgenden Kursperformance. Dazu habe ich hier nochmal rot die letzten 10 Jahre gemittelt als Durchschnitt runtergestellt. Da sieht man auch wieder das Prinzip einer Aktie, also Long Hold. Wenn man wirklich die richtige Aktie im Portfolio hat, dann kann man die auch mal über 10, 20, 30 Jahre halten. Oder eben hier zum Beispiel seit 1985 sehen Sie, dass die saisonalen Tendenzen hier relativ gleichbleibend nach oben laufen. Aber generell gibt es einen Zeitpunkt bei der Amgen-Aktie, der hier im Chart, hier die Taipan-Software, eben sehr schön unterstreicht, ab wann es sich lohnt, hier die Amgen zu kaufen. So. Jetzt gibt es natürlich den Chart, den wir gerade gesehen haben, aber es gibt auch im Zuge des IT-Zeitalters, nochmal ein Lobeslied daran, die Möglichkeit, das auch statistisch aufzubereiten, das, was wir jetzt in dem Chart so manuell machen können. Da gibt es nämlich zum einen den TradeMiner, das ist eine kostenpflichtige Lizenzsoftware, die scannt den US-Aktienmarkt, Forex und Futures, anhand dessen, was ich Ihnen gleich zeigen werde, hochinteressant. Dann gibt es in Deutschland den Seasonal Bull, der ist sogar noch ein Stück weiter aufgestellt. Der macht nämlich Aktien weltweit, Indizes weltweit, Forex, Rohstoffe und auch Futures. Das sind dann kostenpflichtige Tools, wie gesagt, aber die haben einen enormen Mehrwert, weil sie eben genau die statistischen Filter und Filterkennzahlen rauskriegen. Und das besondere Gimmick, dazu kommen wir jetzt zum Ende des heutigen Schlussevents, des Vortrags, Forex Bull, Vektor Bull. Das ist die Fuzzi-Vektor-Logik, auf die Sie wahrscheinlich immer noch gespannt warten. Den Bogen spanne ich noch ein bisschen weiter. Wir wollen uns erstmal, wie gesagt, an die saisonalen statistischen Tendenzen ranarbeiten, um dann wirklich so ein Stück weit in die neuronalen Netze einzutauchen. Aber fangen wir mal an. TradeMiner, ganz interessante Geschichte. Schauen Sie das mal an. Das ist die Amgen-Aktie. Der Chart von eben, hier gemustert mit diesen saisonalen Zyklen. Das waren jetzt mal, ich glaube, die letzten 10 Jahre oder was. Der TradeMiner hat aber Folgendes rausgefunden. In den letzten 30 Jahren
im Juli, konkret im Durchschnitt vom 13.07. bis 29.07. hat die Amgen-Aktie eine Aufwärtsbewegung von im Schnitt, Sie können es ja lesen, von 6% erzielt. Statistisch nachweisbar. In den letzten 30 Jahren. Hervorragend, wie ich finde. Und der Witz an der Sache, die beste Performance während dieser Zeit, das waren sogar 26%, während dieser kurzen Zeit. Wir sprechen hier über 17 Kalendertage. Da steigt die Aktie im Schnitt um 6%. Jetzt stellen Sie sich mal vor, was Sie auf Ihrem Tagesgeldzinssatz kriegen. Nix. Da sind vielleicht null und Sie dürfen vielleicht noch Strafzinsen zahlen. Die Amgen macht das in 17 Kalendertagen 6% im Durchschnitt während dieser Zeit. Bestes Schnitt 26 und durchschnittlicher Verlust, das muss man natürlich auch auf der Pfanne haben, sind 3%. Was haben wir hier? Hochinteressante Feststellung. Wir haben hier ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2:1. Das heißt, Sie gewinnen im Schnitt statistisch gesehen das Doppelte als das, was Sie statistisch gesehen verlieren. Hervorragend. Und jetzt kommt, Sie sind sicherlich gespannt wie ein Flitzebogen, wie die Aktie 2015 abschnitt. Ich will sie nicht vorenthalten. Stolze 10%. Hat die gemacht. Vom 13.07.2015 Schlusspreis bis zum Schlusspreis 29.07.2015. Und das Ganze, wie gesagt, hier im Chart auch nochmal zu sehen, damit ich Ihnen keine Märchen erzähle. 15.07.2015 Schlusspreis Opening der Position. Hier wurde es ein bisschen volatil. Wer aber, sage ich mal, den Mut hatte, die Aktie bis zum Schlusspreis des 29. zu halten, hat hier eine Performance von 10,05% gemacht im Jahr 2005. Der Witz, das hat sie schon 30 Jahre zuvor immer wieder gemacht. Und im letzten Jahr gab es da nochmal eine Bestätigung. Der Trade Miner, der wertet das Ganze hier sozusagen schön grafisch aus. Hier haben Sie auch die Performance-Kurve. Je nach einer Accountgröße, ich meine, das ist ein 100.000-Euro-Account mit einem Risiko von 1%. Da wächst mal die Performance hier ganz schön stabil nach oben, ohne große Drawdowns. Und hier sehen Sie auch die einzelnen Schwankungsjahre. Es gab natürlich Verlustjahre, gar keine Frage. Aber im Schnitt überzeugt die Aktie hier mit einer bullischen Tendenz, die sich hier, man muss auch sagen, hier oben, Sie können es vielleicht schlecht sehen, 80%ige Trefferquote während der letzten 30 Jahren. Und im letzten Jahr gab es, wie gesagt, wieder einen Sieg. Ob das dieses Jahr so ist, wir wissen es nicht, aber mal mitschreiben, mal mitnehmen, das ist keine Handelsempfehlung. Schauen Sie sich mal die Amgen Mitte Juli an, ja, was die für eine charttechnische Verfassung hat. Hier haben Sie das Jahr 2015. Im Prinzip war das eine Pattsituation, also ein Seitwärtsmarkt. Ja, also hier wird es wirklich einen Trend zu identifizieren, war nicht möglich. Statistisch wurde uns aber das in Aussicht gestellt. Hochinteressant. So, und weil es so schön ist, komme ich jetzt nochmal zum Haftungsausschluss, weil jetzt zeige ich Ihnen nochmal ein paar konkrete Trading-Ideen, die jetzt aktuell anstehen, beziehungsweise auch ab Montag interessant werden könnten. Ich hatte zum Forex-Vortrag am Dienstag diesen Chart schon gezeigt, beziehungsweise diese Auswertung vom Trade Miner. Hier geht es ums britische Pfund, Henry, gegenüber dem US-Dollar, denn das britische Pfund ist hier tatsächlich in einer Phase vom 10.3. bis 19.4. bullisch beseelt. Ja. 10.3. war der EZB-Tag, letzter Donnerstag, zum Schlusspreis. Und hier haben wir im Prinzip Kalendertage, sind sogar 28. Das ist eine sehr, sehr lange Haltedauer. Aber im Durchschnitt hat das Währungspaar während dieser 28 Tage 345 Pips Bewegung vollzogen. 345 Pips. Beste Ergebnis 923, das war im Jahr 2009, meine ich. Schlechteste Ergebnis 178. Das heißt, im Schnitt wieder ein Chance-Risiko-Verhältnis. Das berechnet übrigens der Trade Miner automatisch, der bringt keine negativen Chance-Risiko-Verhältnisse. Das heißt, da muss schon ein Vorteil da sein, ein Verhältnis von 2:1 etwa, ganz genau. Und wie gesagt, Trading-Tage 28, sogar Kalendertage sind sogar 41. Das gilt es eben zu überlegen. Und im letzten Jahr, 2015, hatten wir ein leicht negatives Jahr. Sie sehen die kleine rote Kerze hier und hier die größere Kerze, das war im Jahr 2008. Es sind natürlich nur 10 Jahre historisch. Ne? Ich sagte vorhin hier das mit den 30 Jahren, mit dem Datensatz. Aber hier kann durchaus was erwachsen, was, sage ich mal, in 10, 15 Jahren statistisch noch viel relevanter ist. Und Sie sehen ja, was auch interessant ist, rein saisonal betrachtet haben statistisch schwache Jahre eine Einzelerscheinung. Das kann ich aus der Praxis aussagen. Das heißt, wenn wir ein negatives Jahr hatten, was ja letztes Jahr der Fall war, dann ist die Wahrscheinlichkeit statistisch gesehen relativ hoch, dass das Jahr drauf eigentlich nicht negativ wird. Und jetzt der aktuelle Chart. Hier sehen wir wieder, ich nehme mal die Maus, da sehen Sie es besser. Wir sehen hier das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar im Chart, wie gesagt. Und hier ist der 10.3., das ist praktisch das Opening. Hier nochmal zurück. Also die Strategie, oder besser der saisonale Trend beginnt am 10. März und endet am 19. April. Und hier haben wir praktisch das saisonale Zeitfenster.
Hier unten ist der 19. April und hier ist der 10. März. Und wir sind schon mal sehr gut in den Monat reingekommen. Also nicht in den Monat vielmehr, sondern in das saisonale Muster. Und das saisonale Muster verspricht uns 345 Pips. Also wir sollten hier in den nächsten Wochen durchaus über 1,46 gehen können. Jetzt ein kleiner Tipp aus der Praxis. Wenn das Währungspaar das wirklich macht, also die 1,46 sozusagen erreicht und wir das durchschnittliche Mittel von 345 Pips haben, dann ist es an Ihnen, den Gewinn vom Tisch zu nehmen oder auch hier währenddessen Teilgewinne zu realisieren. Denn nach dem 19.04. ist die geschichtliche Saisonalität natürlich vorbei. Und wenn jetzt das Level vorher erreicht wird, ich gehe noch mal kurz einen Chart zurück. Sie sehen ja auch hier die Schwankungsbreiten der einzelnen Jahre. Ja, also das heißt, es wurden auch durchaus mehr als 345 Pips erzielt, aber im Schnitt war das eben das Ergebnis. Und das ist die saisonale Phase, die wir jetzt vor uns haben, gekoppelt oben die Chance 345 Pips, unten das Risiko rund 178 Pips. Ganz interessant, wie gesagt, der Zeitraum ist recht lang, aber der Start war schon mal sensationell. Mal gucken, wie es noch weitergeht. Ich habe auch schon angekündigt, dass ich Ihnen jetzt noch was vorstelle, und zwar vom Euro gegenüber der norwegischen Krone. Ja, das ist schon nicht nur ein Miner FX-Pair, das ist schon ein Exotic FX-Pair. Bei der norwegischen Krone müssen wir natürlich auch mal aufpassen wegen Ölpreis. Ja, die Abhängigkeit zum Ölpreis ist enorm. Sprechen wir auch über solche Sachen wie Korrelation. Die interessante Frage, die sich jetzt stellt, wenn Sie sich diesen Chart anschauen, muss ich persönlich sagen, wirkt der Chart für mich uninteressant. Ja, also wir haben hier nicht wirklich einen Trendimpuls. Wir haben tiefere Reaktionshochs. Wir haben das letzte Tief sogar unterschritten. Ich würde sogar fast dazu geneigt sein, hier zu sagen, hier ist der Bär im Vorteil. Wenn wir natürlich jetzt schauen, am 14.03. gibt es ein saisonales Muster bis zum 6.04. Normalerweise würde ich jetzt gern Zettel austeilen und jeder soll mal einen Tipp abgeben, wohin die Reise hier saisonal gehen würde. Generell ist es so, dass ab Montag Schlusspreis, also ab morgen, der Markt hier interessant sein könnte. Wie gesagt, erinnern Sie sich an den Haftungsausschluss. Ne? Das sind nur Informationen der saisonalen Sache wegen. Wenn Sie das wirklich so handeln, dann müssen Sie das auf eigenes Risiko natürlich tun und vergessen Sie nicht, das beim richtigen Broker durchzuführen. Denn auch der Euro gegen der norwegischen Krone weist bei anderen Brokern Pips aus. Ich will mal sagen, die sind fern jeglicher Realität. Ja, also selbst so ein Miners-Pair, wenn man es denn handeln will, das macht man übrigens eh nur auf Tagesbasis, weil die Spreads aufgrund der geringen Volumina größer sind, sollte man da eh aufpassen. Aber saisonale Muster entstehen natürlich bei Rohstoffen, Währungen, auch exotischer Natur oder eben Indizes. Und jetzt eben die Preisfrage, wo kann es denn hingehen? Es kann steigen, am Ende kann gar nichts passieren und es kann natürlich runtergehen. Die Frage wäre jetzt, wohin kann es gehen? Wir wissen es nicht, aber die Saisonalität verrät uns was. Und zwar haben wir hier 21 Muster gehabt. Also die letzten 21 Jahre gab es eine gewisse Häufigkeit, die 17 Mal zum Erfolg führte, 4 Mal nur im Verlust endete. Und hier mit einer Trefferquote einherkommt, die liegt knapp bei 81%. Durchaus interessant. Und Sie sehen es ja oben schon, vom 14.03. bis 6.04. sagt der Seasonal Bull, also das statistische Auswertungstool, dass der Euro gegenüber der norwegischen Krone abtauchen wird. Das ist ein Short-Setup. Und zugegebenermaßen, ich sagte ja schon, der Chart gibt eigentlich nicht viel her, eigentlich seitwärts. Wir haben aber tiefere Hochs gemacht als die letzten. Und wir haben hier das Tief vom Februar, Ende Januar, Februar sogar schon unterschritten. Also der Bias ist leicht negativ. Und jetzt bekommen wir noch ein negatives saisonales Setup hier präsentiert, wo ich sage, interessant. Was haben wir hier noch für Rahmenbedingungen? Durchschnittlicher Gewinn 615 Pips, durchschnittlicher Verlust durchschnittlicher Verlust 269, macht im Schnitt ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,2. Sind wir schon wieder im Vorteil der Zahlen. Heißt, Sie haben die Möglichkeit, im saisonalen Schnitt mehr als das Zweifache Ihres Risikos zu verdienen. Das ist eine hochinteressante Ausgangsbasis. Und weil es so schön ist und die Statistik eben hier in diesem Vortrag auch lebt, gebe ich gleich noch mal was zum Besten. Hier haben wir die ganzen 21 Jahre aufsummiert und hier haben wir den entsprechenden Performance-Chart dazu. Also wenn man das Muster gehandelt hätte, Short, während der letzten 21 Jahre, gut, ein Verlierer, zwei Verlierer, drei Verlierer, vier Verlierer. Kleines Manko jetzt, der letzte Verlierer kommt aus dem Jahr 2007. Ja, zugegebenermaßen, entweder wird die Statistik richtig gut und wir gehen deutlich über 81%, 82%. Das heißt, wenn es dieses Jahr wieder ein Treffer wird, dann haben wir 22 statistische Folgejahre und 18 Treffer, das wäre hervorragend. Aber man sieht eben doch, dass hier die Verluste schon ein Stück weit zurückliegen. Das sehen Sie auch an der Performance-Kurve. Aber auch hier zu sehen, Verlustjahr, Gewinnjahr, Verlustjahr.
Verlustjahr, Gewinnjahr, Verlustjahr. Das heißt also, wenn ein Verlustjahr kommt, die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr danach auch wieder ein Verlustjahr wird, nicht unbedingt hoch. Aber hier haben wir eben schon seit einigen Jahren kein Verlustjahr mehr gesehen. Die Performance-Kurve geht mehr oder weniger steil nach oben. Das muss man natürlich dann auf sich wirken lassen, inwiefern das hier jetzt interessant wird. Ich finde saisonale Tendenzen in jedem Fall interessant und das mal hier sozusagen als Ansatz einer Möglichkeit, wie Sie an den Finanzmärkten auch agieren können, sowohl im Big Picture zyklisch mit dem 7-Jahres-Durchschnitt beim S&P, als auch auf Wochenbasis oder hier Tagesbasis Emgen, wie die Emgen, die wir dargestellt hatten, beziehungsweise britisch Pfund, US-Dollar oder Euro und norwegische Krone. Es gibt, wie gesagt, sobald wir einen großen Salat an Zahlen haben, können wir den auswerten und das gibt eben hier die statistische Relevanz her.